Ja, sehr schönen guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde von International auf unserem YouTube-Kanal. Das ist wieder einmal Fritz Edlinger als Herausgeber und Chefredakteur. Ich möchte das Erscheinen, wird morgen übermorgen technisch passieren, unseres neuen Heftes zum Anlass nehmen, über das Heft und über ein paar andere Dinge im Zusammenhang mit unserer Arbeit zu berichten. Zunächst einmal möchte ich nochmals, es ist schon schriftlich geschehen und wird noch auch in der nächsten Nummer schriftlich passieren, dafür nicht um ein Verständnis bitten, aber erklären, warum etwas im 40-jährigen Bestandsjubiläum von International passiert ist, was es noch nie gegeben hat, dass man im Wesentlichen innerhalb von 2 und 3 Wochen 2 Ausgaben einer Vierteljahreszeitschrift bekommen hat. Die meisten oder alle unserer Abonnenten haben vor etwa eineinhalb Wochen unser Heft 3 bekommen. Das ist und war das Heft, das ich als Sonderthemenheft mit den 40-Jahren Jubiläum der UNO-City Wien beschäftigt hat. Also ein Einthemenheft als Sommernummer, aber als fünftes Heft im heurigen Jahr eingeschoben, befasst hat. Mit einigen Artikeln, die aber auch unmittelbar über das Bauprojekt, über das Projekt der UNO-City in Wien hinausgegangen sind, auch über die Vereinten Nationen Artikel und auch über die österreichische Präsenz in den Vereinten Nationen und über die Arbeit der Vereinten Nationen selbst. Im Übrigen gleich noch ein weiterer Vorgriff. Es wird im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederum eine ähnliche Sondernummer geben, nämlich im nächsten Jahr feiert die UNO als gesamte Organisation ihr 75-jähriges Bestandsjubiläum. Die Vereinten Nationen wurden ja bekanntlich 1945 nach Ende des Zweiten Weltkrieges gegründet und wir werden im nächsten Jahr ein ausführliches Heft, das sich mit den Vereinten Nationen, mit den Aufgaben und mit der Arbeit der Vereinten Nationen befasst, mit dem Thema Menschenrechte vor allem. Und dieses Heft wird sicher noch weit umfangreicher als das UNO-City-Heft zuletzt. Es wird auch mehrsprachig erscheinen. Also jene, die Fans der Vereinten Nationen sind, ich hoffe, es werden mehr, können sich schon freuen, Mitte des nächsten Jahres wird es dieses Heft geben. Jetzt zurück, Sie werden in den nächsten Tagen bereits unser Heft 4 2019 bekommen mit einem Cover, das sich mit einem der wichtigsten Themen auch in dem Heft und in der gesamten österreichischen, europäischen Weltpolitik befasst, nämlich mit Migrationspolitik. Das wird der Aufmacher am Heft sein. Und dieses Heft ist wiederum einmal ein üblich dickes, umfangreiches, vielfältiges Heft von International, wie Sie das schon in den letzten Jahren eigentlich gewohnt sind. Wir haben wiederum unser Rekordumfang von 76 Seiten erreicht. Und warum das Heft so rasch nach dem vorigen erscheinen muss, ist die Tatsache, dass wir rechtzeitig vor der nächsten österreichischen Nationalratswahl, die ja am letzten Sonntag dieses Monats stattfindet, auch unsere Duftmarke abgeben wollten. Etwas locker formuliert. Aber als regelmäßiger Leser, als regelmäßige Leserin hoffentlich unserer Zeitschrift wissen Sie, dass wir ja eine sehr klare, prononzierte außenpolitische Position vertreten. Und wir halten es für notwendig, gerade auch in diesem österreichischen Wahlkampf zu bestimmten Themen der österreichischen Politik, der österreichischen Außenpolitik, der internationalen Politik insgesamt Stellung zu nehmen. Daher ist diese Nummer ein großes Anliegen für uns und wir haben zunächst bei der Planung dieses Heftes uns selbst die Frage gestellt, wo steht Österreich eigentlich?
in der internationalen Staatengemeinschaft? Wie ist die Rolle der österreichischen Außenpolitik? Wir haben dazu auch, das ist im nächsten Heft abgedruckt, eine Reihe von österreichischen Experten, Hochschulprofessoren, außenpolitische Redakteure verschiedenster Medien, Spezialisten einfach, Vertreter von NGOs, zum Beispiel einen Vertreter der Caritas und einen Vertreter der Volkshilfe, befragt, was sie von der österreichischen Außenpolitik halten, beziehungsweise was sie von der Außenpolitik der nächsten Bundesregierung halten, beziehungsweise erwarten. Und wir waren nicht ganz überrascht, aber es ist immer interessant, wenn man eine Erwartung dann leider in dem Fall auch im negativen Sinn bestätigt bekommt. Die Antworten dieser 10 Leute, die geantwortet haben, waren durchaus deprimierend. Sie reichten von reservierten Erwartungen, von Resignation bis hin zu, es muss sich alles radikal ändern. Es gibt aber eigentlich keinen Experten, den wir befragt haben. Möglicherweise haben wir nicht viele genug gefragt. Vielleicht hätten wir die Frau Außenminister oder jemand auch fragen sollen. Aber es ist in Wirklichkeit ein deprimierendes Ergebnis. Daher kam ich bereits in einem Video, das vor wenigen Wochen ja schon auf unserem Kanal vorauseilend publiziert wurde und gespielt wurde, zum Ergebnis, dass Österreichs internationaler Ruf, damals habe ich gesagt, dahin ist, auf gut wienerisch könnte man sagen, er ist flöten. Österreich war viele Jahre und Jahrzehnte hindurch, und das ging und geht quer über einzelne politische Lager, und das ist keine Frage von rechts oder links, in der Zeitreihe, wenn man bis in die 70er und 60er Jahre zurückgeht. Österreich war stolz viele Jahre in Wirklichkeit ein kleiner, neutraler, aber international geachteter Staat zu sein. Es ist ja auch kein Zufall, dass die Vereinten Nationen in Österreich noch zur Zeit des Kalten Krieges und zu einer Zeit, wo Österreich nicht Mitglied der Vereinten Nationen, der EU war, also ein neutraler, aktiver, neutraler Kleinstaat im Herzen von Europas war, dass wir ein unglaublich gutes Image hatten. Österreich war als Vermittler gefragt, Österreich war als Gastgeber wichtiger weltpolitischer Treffen zwischen amerikanischen und sowjetischen Präsidenten und so weiter gefragt. Und es gab sogar dann einmal diesen berühmten Spruch von der Insel der Seligen, dass Österreich in Wirklichkeit einfach seine Innen-, aber auch seine Außenpolitik so geschickt, so günstig, so gut betreibt, dass es einfach dann jemand mit dem Wort Insel der Seligen bezeichnet hat. Das ist dahin. Und zwar ist das in sehr kurzer Zeit demoliert worden, das Image. Es ist in Wirklichkeit, um das ganz offen zu sagen, ein Produkt von nicht einmal 2 Jahren bestimmter Außenpolitik, die von den von Türkis und Blau, also von den ÖVP und von der FPÖ in den fast 2 Jahren ihrer Regierungszeit betrieben wurde. Einige Beispiele, die auch im Heft behandelt werden. Migration habe ich bereits genannt. Die österreichische Migrationspolitik ist europaweit, das wird als großer Erfolg und als großer Vorteil der Politik der abgewählten Bundesregierung bezeichnet, wird in Wirklichkeit inzwischen klar zugeordnet einer Gruppe von europäischen Ländern, die einfach Migration behindern, die zum Teil sogar Migration und Flüchtlingspolitik so weit behindern, dass sie gegen völkerrechtliche Bestimmungen agieren, dass sie leider Gruppen kollektiv
verhetzen, gegen sie hetzen, sie mit Vorurteilen konfrontieren und in Wirklichkeit eine Politik machen, die in Europa gerade von Ländern gemacht wurden, die eigentlich zwei davon zum Beispiel schon Verfahren gegen Verletzung der Grundsätze der Europäischen Union laufen haben, Polen und Ungarn. Das heißt, Österreich ist inzwischen, es gibt eine Gruppe von vier osteuropäischen Staaten, ehemaligen Staaten des Sowjetimperiums, die sogenannte Visegrad-Gruppe, Ungarn, Slowakei, Tschechei und Polen, die eine klare Position haben, die eigentlich von der vom demokratischen Zentrum Europas abgelehnt wird. Dort gehört inzwischen Österreich dazu. Und wir sind zwar nicht Mitglied, aber es gab vor einem halben Jahr, gab es in Ungarn, in Budapest, ein Treffen der Visegrad-Gruppe, deren spezieller Ehrengast und Hauptredner der damalige österreichische Bundeskanzler war. Also hier ist etwas, wo wir als Österreich völlig uns in eine Ecke gestellt haben, weltweit und europaweit. Weil vorher über die UNO gesprochen wurde, es war auch eines der Beispiele, wie Österreich sich international weiter isoliert, ist, dass bei einem seit Jahren verhandelten Pakt, Vereinbarung auf Basis der UNO über Migration, dass Österreich dann gemeinsam mit ganz wenigen Staaten im letzten Moment einfach abgesprungen ist. Österreich hat mehrere Jahre mitverhandelt, hat in den Verhandlungen, im Übrigen darf man nicht vergessen, dass zu der meisten Zeit dieser Verhandlungen der spätere Bundeskanzler und jetzt Ex-Bundeskanzler der österreichische Außenminister war, also der Chef jener, die in New York oder wo immer über diesen Pakt verhandelt haben, und im letzten Moment sind sie dann abgesprungen. Das war in Wirklichkeit auch ein Wortbruch innerhalb der Vereinten Nationen. Hat sicher auch zum guten Image Österreichs bei den Vereinten Nationen nicht wesentlich beigetragen. Das zu den Verbindungen zu den in Europa bereits eigentlich anrüchigen Staaten habe ich bereits genannt. Das ist ein weiteres Beispiel, wo Österreich sich um 180 Grad von seiner traditionellen Vermittlungs-Neutralitäts-aktiven Politik verabschiedet hat. Ein ganz merkwürdiges und für mich sehr alarmierendes Beispiel für diese Politik, für die Einstellung von führenden Repräsentanten dieser Politik, über die wir jetzt sprechen und die wir auch klar kritisieren, ist wenige Monate vor Zusammenbruch dieser Regierung geschehen. Schauplatz Wiener Stadthalle. Es gibt inzwischen eine seit vielen Jahren bestehende weltweite Sekte, kann man sagen, eine christliche Sekte, man nennt sie vereinfacht die Evangelikalen oder Freikirchen. Das ist also inzwischen ein weltweites Netzwerk, das sehr stark vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika ist, in Südamerika, aber auch in Afrika, in Asien und inzwischen auch in Europa. Sie haben im Moment, man schätzt, zwischen 200 und 300 Millionen Mitglieder weltweit, sind eine sehr konservative, man könnte sagen reaktionäre, christliche Sekte, die vereinfacht gesagt im Wesentlichen halt zurück zu den Ursprüngen des Christentums gehen möchte und sagt, das, was in der Bibel steht, ist eigentlich wörtlich zu nehmen, und alle diese neuzeitlichen Entwicklungen wie Gleichberechtigung, Toleranz gegenüber sexuell oder ethnisch anderen ist zu vermeiden und zu bekämpfen. Das ist eine weiße, sexistische, rassistische Bewegung. Nicht von ungefähr sind sie jene, die zu den wesentlichsten Unterstützern der Trumpschen Administration gehört. Trump selbst ist kein Mitglied der Evangelikalen,
einer seiner Vorgänger, George W. Bush, und zwei sogar, und Reagan waren Mitglieder, aber sein Vizepräsident Pence ist Mitglied der Evangelikalen. Und diese Evangelikalen haben in der Wiener Stadthalle eine Veranstaltung gemacht, ein kollektives Gebet, 10.000 Leute aus der ganzen Welt sind gekommen und haben gebetet und haben eben gebetet für eine wesentliche Veränderung der gesellschaftlichen Zustände in der Welt. Und einer ihrer speziellen Ehrengäste war der damalige Bundeskanzler Kurz, der dann dort eine kurze Rede gehalten hat und der dann, ich glaube, es gibt wohl keinen, der auch dieses Video sieht, der nicht oder die nicht diese Videos, sie sind ja genug ausgestrahlt worden, gesehen hat, wo im Wesentlichen selbst für kurze Begriffe in einer unglaublich peinlichen Angelegenheit und Weise er de facto heilig gesprochen wurde, dem lieben Gott gedankt wurde, dass ein Mensch wie Sebastian Kurz auf der Welt ist und wesentlichen politischen Einfluss hat. Das ist eine geschmackliche Verirrung, keine Frage, aber das ist nicht das Problematische. Das Problematische ist die Solidarisierung mit den Inhalten dieser Sekte, die in Wirklichkeit in die Steinzeit zurückführen. Und Bundeskanzler Kurz hat sich mit ihnen solidarisiert. Er wusste ja sicher, er ist ja nicht dorthin eingeladen worden, ohne zu wissen, mit wem er sich hier abtut. Er wusste das und daher muss man sagen, das ist ein klarer politischer Schritt gewesen und das ist eine klare politische Fraternisierung mit einer der übelsten reaktionären und auch gefährlichen Gruppen in der Welt, weil sie, es gibt genügend Beispiele, vor allem in Staaten von Südamerika, aber auch in Asien, wo Evangelikale für Militärputsche verantwortlich sind, wo Evangelikale Bürgerkriege ausgelöst haben. Insofern ist es vielleicht auch kein Zufall, wer ebenfalls zu den engsten politischen Freunden des Ex-Bundeskanzlers gehört, nämlich der de facto Ehrenmitglied der amerikanischen Evangelikalen, Donald Trump. Es ist auch interessant, es hatte so ja einen Staatsbesuch, es hat mehrere Besuche, aber es hat einen eigenen Privatbesuch von Kurz im Weißen Haus gegeben. Das ist also ja ohne dies zelebriert worden in allen Medien. Und es ist schon interessant, wenn einfach der weltweit wichtigste und mächtigste Mann den Bundeskanzler eines kleinen, unbedeutenden, neutralen mitteleuropäischen Staates mehr oder minder als seinen europäischen Freund bezeichnet und in Wirklichkeit meint, das ist mein Mann in Europa, jetzt habe ich endlich eine Telefonnummer, die ich anrufen kann, wenn ich etwas von Europa will. In völliger Verkennung der Machtstrukturen, aber es ist ein klares politisches Zeichen. Und das ist zusätzlich eine bedenkliche Geschichte und ein Beleg dafür, in welche Richtung die Außenpolitik der abgewählten österreichischen Bundesregierung gegangen ist und die Tendenzen, dass die möglicherweise nach dem 29. September eine Fortsetzung finden werden und können, sind ja evident. Zum Heft selbst möchte ich noch ein paar Beispiele geben, weil sich das Heft nicht zuletzt auch aufgrund des bedauerlichen Zustandes der österreichischen Außenpolitik auch mit anderen Themen beschäftigt hat, weil wir könnten 76 Seiten, wir könnten mehr als 76 Seiten mit Kritik einzelner Aspekte der österreichischen Außenpolitik füllen, aber das wäre langweilig, weil wir würden uns eigentlich sehr oft wiederholen. Daher gibt es in diesem Heft einige Schlüsselartikel zur österreichischen Außenpolitik, zu den österreichischen internationalen Beziehungen und es gibt dann eine Menge Artikeln, die über die Weltsituation berichten. Das ist ja zusätzlich auch leider eine Kritik, die wir, und zwar nicht nur, das muss ich ganz offen auch sagen, an der österreichischen Bundesregierung haben, sondern auch an den österreichischen Mainstream-Medien und leider auch an Oppositionsparteien. Außenpolitik spielt in Österreich keine Rolle mehr.
Es gibt einen alten Spruch, der eine Analyse der amerikanischen Politik einmal wiedergegeben hat, der mehr oder minder sagt, amerikanische Außenpolitik ist amerikanische Innenpolitik. Inzwischen ist das in Österreich ebenso. Es werden manche außenpolitische Entscheidungen der österreichischen Bundesregierung eigentlich ausschließlich oder überwiegend aus innenpolitischen Kalkülen getroffen. Zum Beispiel in der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Aber zu den österreichbezüglichen Artikeln des kommenden Heftes. Es gibt einen sehr, sehr ausgezeichneten und wichtigen Artikel von Thomas Nowotny. Thomas Nowotny ist ein jahrzehntelanger alter, erfahrener österreichischer Diplomat. Er hat eine gewisse Zeit auch im Kabinett von Bundeskanzler Kreisky gearbeitet und war an den verschiedensten Posten tätig. Er ist jetzt seit geraumer Zeit im Ruhestand, sehr aktiv im Ruhestand und hat einen Artikel geschrieben, der sich mit der österreichischen Verteidigungspolitik befasst. Es hat ja in den letzten Wochen schon unter der Übergangsregierung ja wiederum einen Aufschrei gegeben über die finanzielle schlechte Situation des Bundesheeres, dass hier mehr gemacht werden sollte. Und Nowotny nimmt ein Beispiel heran, wo er die völlig falschen Zielorientierungen und Maßnahmen der österreichischen Verteidigungspolitik aufzeigt und kritisiert. Er schreibt, dass zum Beispiel der Aufwand, der durch den Kauf oder einen möglichen Wiederkauf von sündteuren Abfangjägern getrieben wird, erstens verteidigungspolitisch, sicherheitspolitisch in der geänderten Bedrohungslage, Sicherheitsbedrohungslage Österreichs und Europas sinnlos ist und in Wirklichkeit, und da spricht der aktive, erfahrene Diplomat, viel mehr für die österreichische Sicherheit gemacht werden könnte und müsste, indem man eine aktive Politik macht. Nicht Waffen kauft, sondern indem man sich als kleiner, noch immer neutraler Staat in Wirklichkeit bei wesentlichen europäischen oder weltweiten Konflikten vermittelnd einbringt. Das ist etwas, was Österreich jahrzehntelang mehr oder minder erfolgreich getan hat, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Das ist ein Artikel, den ich sehr ans Herz legen möchte. Der wird nicht allen gefallen, aber er ist klar und kommt auf den Punkt. Es gibt einen Artikel der SPÖ-Abgeordneten und entwicklungspolitischen Sprecherin der SPÖ, Petra Beyer, zum Thema österreichische Entwicklungszusammenarbeit. Das ist ein Thema, über das seit Jahrzehnten eigentlich gejammert wird, weil die österreichische Entwicklungszusammenarbeit in Wirklichkeit kaum mehr existiert. Es gibt zwar kaum eine Regierung, auch diese Regierung, die abgewählte Regierung, die sich nicht verbal dazu bekennt, dass vor vielen Jahren einmal ein Ziel für die Welt angegeben wurde, dass alle Staaten der Welt versuchen sollten, zumindest 0,7% ihres Bruttonationalproduktes für sogenannte Entwicklungszusammenarbeit in der sogenannten Dritten Welt auszugeben. Österreich hat das um Lichtjahre nie erreicht und Österreich schwankt bei der Statistik der westlichen Staaten, die Entwicklungszusammenarbeit betreiben, konsequent zwischen dem letzten und vorletzten Platz. Es ist also eine Schande, wenn das dritt- oder viertreichste europäische Land in Wirklichkeit so gut wie nichts dazu beiträgt, dass es Staaten in der dritten Welt besser gehen kann. Das ist ein Artikel, der sehr konkret ist und auch sehr auf eine Wunde hinzeigt. Es gibt, das möchte ich als Abschluss noch zu den österreichspezifischen Beiträgen erwähnen, es gibt einen Beitrag von zwei Gastautoren. Es ist beides
jahrelange, jahrzehntelange Friedensaktivisten, Thomas Reutner, der ist unabhängiger Friedensforscher, und Piet Hämmerle, er ist der Geschäftsführer des Versöhnungsbundes, die im Rahmen des Wahlkampfes, der Wahlkampagne jetzt, eine Aktion betreiben, und wir haben ihnen da eine Plattform gegeben, wo sie anhand eines ganz konkreten Gesetzesvorschlages auch die Schaffung eines neuen Gesetzes vorschlagen, welches einen zivilen Friedensdienst in Österreich schaffen soll. Das ist etwas, was es in vielen westlichen Staaten, zum Beispiel in Deutschland, sehr, sehr erfolgreich gibt, wo einfach Menschen, die professionell in der Dritten Welt für Frieden, für Entwicklung arbeiten wollen, dass die eine Möglichkeit bekommen sollen, dass das aber vom Staat eingerichtet wird, allerdings dann von den Zivilgesellschaftsorganisationen, von den NGOs unabhängig von staatlicher Politik durchgeführt werden soll. Das restliche Heft bringt eine breite Palette von aktuellen Themen, reicht von einem Artikel über Algerien, wo Krise ist, Tunesien, wo es demnächst Wahlen gibt, einen sehr kurzen, aber sehr prononzierten Artikel über die Situation am Persischen Golf, Arabischen Golf, je nachdem, von welcher Seite man die Landkarte betrachtet, vor allem im Hinblick auf die äußerst verantwortungslose Politik von den USA und Israels in Richtung einfach Provokation einer kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Iran. Es gibt einen sehr interessanten Beitrag von Professor Helmut Kramer, der ein alter Politikwissenschaftler der Wiener Universität ist, der in seinen frühen Jahren einer der Aktivisten, im Übrigen habe ich die Ehre gehabt, damals mitzuarbeiten, in der Vietnambewegung war, und er schreibt einen langen Artikel, sehr gut, eine dringende Lektüreempfehlung zum 50. Todestag von Ho Chi Minh. Wir können uns alle noch erinnern, dass wir marschiert sind, Ho Chi Minh, und es hat sich halt in den 50 Jahren nicht nur in Vietnam die Situation geändert, sondern auch weltweit. Und es ist ein sehr guter Artikel, der sich auch mit den Entwicklungen von ehemaligen Befreiungsbewegungen auseinandersetzt. Er ist nicht kritiklos, es wird sicher manche derer, die als junge Ho Chi Minh gerufen haben und marschiert sind, provozieren, aber er ist sehr durchdacht und er ist wirklich jedem zu empfehlen. Ein ähnlicher Artikel ist nochmals von Thomas Reutner, der den 150. Geburtstag von Gandhi zum Anlass nimmt, über die nach wie vor große Bedeutung von Gewaltlosigkeit, von zivilen Widerstand schreibt. Das sind zwei Artikel, die etwas von der Tagespolitik wegführen, aber sehr wichtig sind. Ja, damit haben Sie also in relativ kurzer Zeit, in wenigen Wochen, genügend Lesestoff von uns bekommen. Ich hoffe, dass wir viele Leserinnen und Leser neu begrüßen können. Und ich hoffe auch, dass dieses Video wiederum dazu beitragen wird, unseren YouTube-Kanal weiterhin zu popularisieren. Ich bedanke mich für jeden einzelnen Aufruf, bedanke mich für jedes einzelne zusätzliche Abo. Wir haben eine ständige Entwicklung. Manchen ungeduldigen Menschen wie mir geht es nicht schnell genug, aber es ist eine klare Tendenz, es ist die Idee, die dazu geführt hat, diesen Kanal einzurichten, richtig. Es wird uns jeden Tag bestätigt, wir haben jede Woche hunderte Zugriffe und wir haben eine ständige Zunahme von Abonnentinnen und Abonnenten. Aber es geht mir halt nicht schnell genug und daher neuerlich die Bitte, die Einladung, der Appell, der Aufruf: Schauen Sie sich diese Videos an und nehmen Sie Stellung. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dort Meinungen abzugeben, Fragen zu stellen.
Ja, zum Abschluss daher danke für Ihr Interesse und die Ankündigung, wie immer diese Wahlen ausgehen werden. Ich bin kein Prognostiker, aber es ist anzunehmen, dass wir als international, als klar positionierte, kritische Zeitschrift, die sich mit Außenpolitik, mit den internationalen Beziehungen, auch mit dem österreichischen Image und der österreichischen Rolle in der internationalen Politik weiter befassen wird. Ich bin sicher, wir werden auch in den nächsten Monaten und Jahren genügend Stoff zu provokanten, zu kritischen Stellungnahmen haben. Und in diesem Sinne lade ich Sie ein, tun Sie mit, unterstützen Sie das, wenn Sie nicht damit einverstanden sind, was so in der Regierung, in einzelnen Ministerien passiert, können Sie einen kleinen Beitrag zu dieser Aktion des Widerstandes, zumindest der fundamentierten Kritik, dadurch beitragen, indem Sie international unterstützen, unsere Zeitschrift lesen, unsere Videos ansehen und weiter verbreiten. In diesem Sinn herzlichen Dank und schönen restlichen Spätsommer.